Entschuldigt, ich bin unterbrochen worden, aber das habe ich dann direkt als ge weitere Gelegenheit gesehen, den Part zu beenden, weil er wieder deutlich länger geworden ist, als er eigentlich hätte werden sollen. Ja, und mit dem, was noch vor uns steht, wäre der Part viel, definitiv viel zu lang geworden, wahrscheinlich über eine Stunde, und das wollte ich nicht machen. So, jetzt ist die Frage, ist er immer noch gegen den Langsamstatus immun? Ich werde es herausfinden. Nein, ist er nicht. Okay. Gut, dass ich es nochmal herausgefunden habe. So, und damit sind meine MP wieder vollständig hergestellt. Nice Sache. Bam! That was the most perfect throw I've ever seen. Death comes for you, Dragonborn. You'd better pray for a miracle. Nazi-Zombie tot? Was? Alter, wirst? Yo! Alter, geil! Butters! How can this be? Awesome shit! We stand together against the darkness. Ach so, unsere Kameraden werden immer ausgetauscht. Ah, geil. Ja, okay, das ist nice. Unsere Kameraden werden regelmäßig ausgetauscht. Ja, okay. Ja, hab ich nichts gegen, ehrlich gesagt. Hey, let's keep going, huh? Ja, ganz ruhig. Ich werde das Ganze nur noch einfacher für dich machen, indem ich ihn ein weiteres Mal beschneide. So. Damit hat er auf jeden Fall wieder deutlich weniger Energie. So, Keil habe ich im Kampf nie eingesetzt. Was kann er denn? Ein Geist aus dem eisigen Norden herbei, der deine Feinde angreift. Ich weiß schon ganz genau, wer dieser Geist ist. Die starken Winde herbeirufen und der Dreck in die Augen der Feinde weht. Verfinstert den Himmel mit Pfeilen der mächtigen Elfenarmee. Wow. Holy shit. Okay, das würde ich gerne sehen. Ready? Aim. Fire. Yo. Geil. Nice. Nicht schlecht, Kyle. Nicht schlecht. So, wir machen... Vielleicht wird das ausreichen. Ah, nice. Davids Schleuder hat Prinzessin Kenny besiegen können. Du Bastard! Oh, was? Was? Zombie Wiedergeburt? Oh, komm schon! So ein Dreck! Hehehe, toll! Mist! Okay, ich wusste gar nicht, dass sich Nazi-Zombie Kenny nochmal wiederbelebt. Ups! Ja gut, dann probieren wir doch das hier mal aus. Elementar herbeirufen. Whoops. Ich glaube, das war zu spät, oder? Ah, Mist. Ja, okay. Auf jeden Fall wieder den langsamen Status für dich. Hit them with the zombie vomit. Puh. Warte mal, was ist sammeln? Was heißt das? Was ist sammeln? Kann ich vorher erfahren, worum es sich dabei handelt? Scheinbar nicht. Ah. Na gut. Du darfst wieder eine kleine Stärkung zu dir nehmen. Nice. Koscher Bonusschaden, okay. Auch nicht schlecht. So, Davids Schleuder. In your face. Okay, ich glaube, ich werde mal einen kleinen Machttrank einnehmen. So, mal gucken. Nochmal elementar. X gedrückt, bis ich den Blitz sehe. Oh. Okay, I kick the baby. Don't kick the goddamn baby. Yes. Yay! Nice. Ah, fast 10.000 Schaden. Sehr gut. Das ist doch schon eher nach meinem Geschmack. Ich denke mal, ich werde die Beschneidesense nochmal benutzen. Die macht schon ordentlich Schaden. Und sorgt dafür, dass er deutlich mehr Statuseffekte kriegt. Use your rainbow attack, Princess Guinea. You have to do better than that. Warum hörst du überhaupt auf den Penner? Ernsthaft? Kick the baby! Don't kick the goddamn baby! Kick the baby! Yay! Ich glaube, Ike, dem gefällt das heimlich. In Wirklichkeit gefällt ihm das. Und er wird nochmal wiederbelebt. Wow. Use your rainbow attack, Princess Guinea. Ah, es ist unfassbar. Okay, jetzt brauche ich wieder ein bisschen Heilung. Nach langer Zeit. Okay, der Langsamstatus ist weg. Mist.
Ja. Also die Attacke, okay, die macht so unfassbar viel Schaden. Yay! 9000 diesmal nur? Okay. Nazi-Zombie-Schleim? Alter. Oh, no, you don't. Oh, geil. Oh. Shit, I shanked it. Ach, Mist. Muss ich ihn jetzt noch einmal besiegen, bevor... Ach, Dreck. Okay, Mist. Das war jetzt komplett mein Fehler, Leute. Sorry. Na, zu spät. Dreck. Ach. Ich verkacke ja jetzt auch echt alles. Unfassbar. Ey, ich habe gedrückt diesmal. Diesmal habe ich wirklich gedrückt. Warum wurde das bitte schon nicht registriert? Was zur Hölle? Ich weiß nicht, was sammeln. Ah, Fähigkeit erhöht. Oh, nicht schlecht. Und Angriff auch. Ah, sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall nützlich. Use your rainbow attack, Princess Guinea. Ah, jetzt lasse ich den Kampf länger dauern, als er eigentlich dauern müsste. So ein Dreck. Sehr gut. So, jetzt wird er wahrscheinlich gleich wieder seinen Schleim einsetzen, oder? Gehe ich mal stark von aus. Nicht? Okay. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Der belebt sich schon noch einmal. Oh, aber er kriegt immer weniger Rüstung. Krass. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Er kriegt automatisch immer weniger Rüstung, je öfter er sich wiederbelebt. King Douchebag, you remember long ago, I made you swear an oath to never fart on anyone's boss. I am now asking you to break that oath. Oh nein. Fart on Princess Kitty's boss, King Douchebag. Do it! Okay. Oh nein, nein! Now, King Douchebag, wirklich? What about the gentleman's oath? Ich schätze, das muss ich opfern. Ich muss meine eigene Ehre opfern für das Wohl des Universums. Nein! Alter. Okay, jetzt kriegen wir eine Menge Trophäen. Tougher Hoff. Zwei Mädchen, ein Stab. We're back to normal. Ambulanter Patient. Sehr gut. Wir haben alle drei Trophäen bekommen für das Besiegen von Prinzessin Kenny. Ernsthaft? Alle wissen sofort, was ich getan habe. Wow. Und das hat ernsthaft dafür gesorgt, dass die Nazi-Zombie... Das war die, das Heilmittel für Nazi-Zombies. Auf jemandes Eierfurzen. Okay. Ah, und wir kriegen jetzt weitere Trophäen. Für den Messi, dafür, dass wir nie etwas verkauft haben. Bis zum letzten Kind, dafür, dass unser Begleiter am Ende eines Kampfes niemals bewusstlos war. Retter des Stabes, dafür, dass wir das Spiel abgeschlossen haben. Geil. 6 Trophäen innerhalb von ein paar Sekunden. Tja. Das war's wohl, hm? So what do you guys want to play now? How about Dinosaur Hunters? Or Pharaohs and Mummies? Let's ask Douchebag. What do you want to play next, dude? Drücke X, um zu sprechen. Legend. Das erste Mal im gesamten Spiel. Tatsächlich haben wir die Gelegenheit zu sprechen. Und das erste und letzte, was unser Charakter in diesem Spiel sagen wird, ist... Screw you guys. I'm going home. Er macht den Cartman. Geil. Er macht den Cartman. Alter. Al Gore, was machst du da? What the fuck? Al Gore, du hast es nicht verdient, am Ende zu sein. Du hast es nicht verdient. Nicht mal ansatzweise.
Ja, Leute, das war South Park direkter Cholere Zerreißprobe. Zumindest sind wir jetzt mit der kompletten Story durch. Ganz ehrlich, ich finde das Spiel wirklich genial. Zugegeben, es ist für Completionists, also für Leute, die gerne alles in dem Spiel einsammeln, ein kleines bisschen anstrengend aufgrund der Tatsache, dass manche Gegenstände verpassbar sind, weil man eben manche Dungeons im Nachhinein nicht mehr betreten kann. Und manche von den Gegenständen doch tatsächlich gut versteckt sind. Zum Beispiel zwei Chin-Pokémon. Das eine in dem Alien-Raumschiff und das eine, das sich im Dingens befand. Na, im Taco Bell, in Anführungszeichen. In dem Taco Bell-Gebäude. Dort befand sich auch ein ziemlich leicht zu übersehendes Chin-Pokémon. Oder ein schwer zu entdeckendes Chin-Pokémon. Deswegen, bis auf diese beiden, muss ich sagen, ist der Rest einigermaßen gut auffindbar. Einigermaßen. Ja, und aufgrund, und natürlich ist man, was die Entscheidungen im Spiel angeht, ein kleines bisschen beschränkt, wenn man die 100% hier in der Trophäenliste haben möchte. Man muss am Anfang direkt den Namen Saftsack akzeptieren. Man muss diesen Bischof in Kanada am Leben lassen. Damit man ihn als Freund gewinnt. Ja. Also es sind... Zugegeben, das sind alles natürlich Entscheidungen, die am Ende des Spiels keine wirklichen Auswirkungen haben. Aber trotzdem, es sind quasi so kleine... Möglichkeiten, um Good Guy oder Bad Boy zu spielen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass in dem dritten Teil, den sie hoffentlich bald, mit dem sie hoffentlich bald anfangen werden, ich hoffe, dass sie beim dritten South Park Videospiel zumindest ein etwas besseres Entscheidungssystem einbauen würden. Das würde mich ehrlich gesagt interessieren, wie sie diese ganze Entscheidungssache in Videospielen auf den Arm nehmen. Ich meine, ganz offensichtlich, sie verarschen in ihren Videospielen sowohl Videospiele an sich, als auch natürlich Sachen aus der echten Welt und Bücher und Serien und hasse nicht gesehen. Alles Mögliche. Das ändert sich natürlich auch im zweiten Teil genauso wenig. Und ich hätte es ganz ehrlich sehr gerne mal gesehen, wenn sie in einem der Spiele es mal auf den Arm nehmen würden, dass es in so vielen Spielen eben diese Entscheidungsfreiheit gibt. In Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Weil in manchen Spielen wirken sich die Entscheidungen mehr auf den Verlauf der Geschichte aus, in anderen Spielen eher weniger. In den einen mehr, in den anderen weniger. Das ist, aber nichtsdestotrotz erzählen all diese Spiele eine wunderbare Geschichte. Ne? Versteht mich nicht falsch. Ich mag selbst die Spiele, die zugegebenermaßen ziemlich wenig Entscheidungsfreiheit bieten, wenn man bedenkt, dass diese Entscheidungen nach einer gewissen Spielzeit auf einmal gar keine Relevanz mehr haben, weil die Storystränge dann quasi wieder zusammenlaufen, egal wie man sich entschieden hat. Deswegen, ich würde sehr gerne mal sehen, wie das in einem South Park-Spiel umgesetzt worden werden könnte. Das wäre auf jeden Fall mal eine nice Idee. Liebe Entwickler, falls ihr dieses Video sehen wolltet, solltet, hier habt ihr mal so einen kleinen Tipp, der euch eventuell beim nächsten Spiel helfen könnte. Und wie gesagt, das habe ich ja schon bei meinem Playthrough von Rektakuläre Zerreißprobe gesagt. Das dritte Spiel, weil ganz klar, ne, das erste Spiel handelt quasi von Fantasy. Der zweite Teil spielt eindeutig in einem Superhelden-Franchise. Und der dritte Teil, es bietet sich wirklich nur an, könnte im Ninja-Franchise spielen, ne? Dieses Ninja-Franchise, das aus der Folge Spiel mit Waffen stammt. Das ist so genial. Das ist auch eine der beliebtesten South Park-Folgen ever. Wo die wirklich sich Ninja-Waffen kaufen und dann sich quasi in ihrer Fantasie in badass aussehende Anime-Ninjas verwandeln, die over-the-top-Power haben und auch noch einen geilen Theme-Song haben. Ernsthaft, ne? Dieses Let's Fighting Love oder in Deutschen Kämpft heldenhaft. Ich finde das sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das würde sich einfach nur anbieten, wie gesagt. Das wäre wirklich perfekt.
Zugegeben, das Ninja-Franchise ist bei weitem nicht so oft in der Serie vorgekommen wie das Fantasy-Franchise und das Superhelden-Franchise. Ich meine, es gab eine Folge, wo sie quasi wirklich Herr der Ringe nachgespielt haben. Und dann gab es natürlich noch die Dreifach-Episode, wo es um den Black Friday geht, um den Schwarzen Freitag. Da war ja das Fantasy-Zeug im Spiel. Das Superhelden-Franchise, das ist ab und zu nochmal reingeworfen worden. Zum Beispiel Mysterion hat öfter einen Auftritt gehabt als andere Superhelden. Also ich weiß, es gab mal eine Folge, in der Mysterion aufgetaucht ist und sonst kein anderer Superheld, also kein anderer Kinder-Superheld. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Folge hieß, aber ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern und das hat mich echt überrascht und ich fand es auch gleichzeitig geil, weil diese Folge hat gezeigt, was für ein geiler großer Bruder der Kenny ist, weil er hat in dieser Folge als Mysterion seine Schwester beschützt, er hat sie auch davor bewahrt, in der Schule gemobbt zu werden, und er hat später auch dafür gesorgt, dass dass ihr kein Leid geschieht. Also diese Folge hat für mich persönlich, ehrlich gesagt, Kenny in den Rang meines Lieblingscharakters von dieser jungen Truppe erhoben. Ich finde, wenn ich mir einen Lieblingscharakter von diesen vier aussuchen müsste, es wäre eindeutig Kenny. Ich finde ihn einfach so geil als Charakter. Ich meine, zugegeben, über Cartman und Kyle lache ich ehrlich gesagt schon am meisten, ja, die Konversationen zwischen den beiden und dass Kyle teilweise die ganze Zeit aufs Maul quasi kriegt, obwohl er es nicht verdient hat, aber am Ende heißt es natürlich von Cartman, du hast es natürlich verdient, weil du Jude bist, er sagt es zwar nicht immer, aber er denkt es natürlich immer, ja, also natürlich lache ich bei den beiden am meisten, aber wenn ich mir einen Charakter aussuchen müsste, den ich wirklich am meisten mag von den Vieren, ist es eindeutig Kenny. Es geht hier nicht darum, welchen Charakter ich am witzigsten finde, sondern welchen ich am besten finde, generell von allen seinen Charakterzügen her. Kenny ist einfach der Geilste und er hat natürlich auch mit Abstand die beste Superhelden-Identität, Mysterion. Also ganz ehrlich, es geht nicht besser als Mysterion. Ernsthaft. Deswegen finde ich es ehrlich gesagt ein kleines bisschen schade, dass in der Sammleredition von Rektakulärer Zerreißprobe nicht wahlweise entweder eine Kuhn-Figur oder eine Mysterion-Figur drin enthalten sind. Also es hätte ja wenigstens so sein können, dass es zwei verschiedene Collector's Editions gibt und man kann sich, je nachdem welche Figur man haben möchte, sich eine aussuchen. Das wäre doch mal geil gewesen. Alter, was zum Teufel war das mit dem Auge jetzt? Klar, ein Animationsfehler, aber trotzdem, what the fuck? Das war der creepigste Animationsfehler, den ich je gesehen habe. Holy shit. Okay. So, das war's, Leute. Wir haben erfolgreich die rektakuläre Zerreißprobe durchgespielt. Nice. So, Ausrüstung. Ja, kann ich im Prinzip kann. Ja, das, was gesockelt ist, das lasse ich natürlich noch. Chirurgenzeug, Barbarenzeug, Heiliger, bla bla bla. Krabbenzeug, Valkyrenzeug, Dornkrone, Ritterzeug behalte ich. Ja. Krone der Analfreuden, ne. Gut. So, jetzt sind wir von sämtlichen Beschränkungen befreit, die uns im Laufe der Geschichte auferlegt worden sind. Sprich, wir müssen nicht mehr wir müssen uns nicht mehr daran halten, dass wir nichts mehr verkaufen können. Wir müssen uns nicht mehr daran halten, dass unser Partner am Ende des Kampfes nicht bewusstlos sein darf. Das alles ist jetzt offiziell nicht mehr von Bedeutung. So, hier packe ich natürlich wieder die erhöhte Geldmenge rein. Jawohl.
Was Besseres habe ich nicht, ne? Ja, okay, 10 und 20% mehr Geld. Was will man da mehr? Zugegeben. Okay. So. Das war's. Die Umstyling-Perücke kann ich wegnehmen. Das Make-up, auch wenn es nicht mehr sichtbar ist. Hoppala. Unser eigener Bart scheint hier nicht mehr verfügbar zu sein. Egal, nehmen wir da halt den Bartschatten. So, ich werde mich auf jeden Fall gleich wieder umoperieren. Ich habe keinen Bock hier als David Hasselhoff rum die ganze Zeit rumzulaufen im Endgame. Ich habe das wie gesagt einfach nur für das Ende gemacht, für die Trophäe. So, wir haben 117 Freunde. Okay, das bedeutet, es gibt immer noch zwei Freunde da draußen, die ich noch nicht bekommen habe. Das ist schlecht. Versteht sich. So. Dann gucke ich mich mal gleich in South Park um. Allerdings, wie gesagt, zuallererst werde ich mich umoperieren lassen. Und ich werde natürlich auch meinen Begleiter austauschen. Und zwar werde ich Kenny ausrüsten. Den müssen wir ja, das wisst ihr, öfter sterben lassen. Damit wir eine Trophäe für ihn bekommen. Ich glaube, 10-mal müssen wir ihn sterben lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Haben wir hier drin irgendjemanden? Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Kann es sein, dass wir ihn als Freund gewinnen, wenn wir etwas investieren? Wise move, young man, and a bold first step towards your financial future. We'll just take that money and employ significant leverage using computer-assisted high-frequency trading and index fund rebalancing to buy ahead of certain stock movements, and it's gone. Okay, das war ja klar. Welcome to the Bank of South Park. Sorry, kid, come back when you have some money to invest. Mist. Okay, mein Fehler. Ups. Wen habe ich denn jetzt als Freund bitte noch übersehen? Ah, hier, Tom's Rhinoplasty. Das muss sein. Was war das, Kenny? Eingriff auswählen. Mein herkömmliches Gesicht für einen Dollar. Ja, bitte. Ja, mein eigentliches Gesicht, ne? Wäre geil. Hi, I'm Dr. Tom. Understand you're wanting some work done. Ja, könnten Sie den Hasselhoff aus meinem Gesicht nehmen? Relax, this won't hurt a bit until I start, at which point it will hurt immensely. Here we go. Au, au, au. Okay. Oh, that looks nice. Big improvement. Come back if you ever need any more work done. Gut. So, nochmal kurz gucken. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay. Will this snow ever melt? Moment. Habe ich in den Gebäuden eigentlich alle Leute bereits abgegrast? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gab noch ein paar Leute, die in der ganzen Stadt verteilt waren, die erst dann mit uns befreundet sein wollten, wenn wir eine gewisse Menge an Freunden bereits erreicht haben. Eigentlich wollte ich jetzt die Analsonde benutzen, um zu gucken, ob ich die Truhe da oben bereits geplündert habe. Höchstwahrscheinlich schon. Ja. Ach, Mist. Ja, das ist so das Problem im Endspiel. So, egal. Bei dem nächstbesten Laden, den ich, an dem ich vorbeilaufe, außer den von Tom's Rhinoplasty. An dem nächsten anderen Laden, an dem ich vorbeilaufen werde, werde ich auf jeden Fall ein bisschen Zeug verkaufen. Ich überlege gerade, wen könnte ich noch alles nicht als Freund hinzugefügt haben? Das Mädchen, das hier sitzt? Nee. Nee. Leider nicht. Vielleicht die Eltern von irgendjemandem? Der Typ hier? Nein. Now that you have found Jesus, he will always be with you.
Schön. Dass alle immer an ihren Telefon dran sind, meine Fresse. Are you the kid who's making all those friends? Okay, wisst ihr was? Das hat keinen Sinn. Moment. Okay, ich glaube, ich habe herausgefunden, wo die letzten Freunde sind, die mir noch für die eine Trophäe fehlen. Und zwar finden wir die Freunde bei Kennys Haus. Ich glaube, ich habe tatsächlich da drin ein paar Leute übersehen. Kann das sein? Hier? Oh, hey, you're ja, the new kid. Karen. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. Du meinst die Schwester, die genau hier steht? Naja. Willkommen in deinem Raum, wolltest du sagen, Kenny? Ja, hier finden wir ein paar Anpassungsgegenstände. Ein bisschen Kohle, ein paar Anspielungen. Ja, ja, schon klar, Kenny. So, und hier... Sorry to hear about the Mrs. Ranters. McCormick. Usually they're real fun and energetic. You be careful with that dress, Kenny. That's real cheesecloth. So, wenn du meinst. So, sehr gut. Waren das schon alle? Müssten hier nicht noch mehr sein? Haben wir eigentlich den Vater von Kenny? Zwei fehlen uns noch. Ne, einer fehlt uns noch. Haben wir den Vater von Kenny schon? Ich gucke mir jetzt hier nochmal alle Freunde an, die ich bislang gemacht habe. Ah, doch, da tatsächlich. Mr. McCormick. Okay, den habe ich doch schon bekommen. Und ach ja, stimmt. Eine Kleinigkeit. Ich weiß... jetzt, wie man an diese Truhe da hinten rankommt, eigentlich hätte ich das schon bei meinem allerersten Besuch hier machen können. Hier einfach die Matratze runterlaufen. Zack, so einfach ist das. Und wir kriegen das Trägerhemd. Eine weitere wichtige Ausrüstung, die wir auf dem Weg zu den 100% natürlich brauchen. Okay, und bevor ich allerdings den allerletzten Freund ausfindig mache, setze ich einen Schnitt und dann sehen wir uns morgen wieder.